Altmann Schmidt dürfte vielen von uns ein Begriff sein. Die meisten werden Altmann Schmidt in Verbindung bringen mit den angebotenen Repetitorien. Aber es gibt auch Skripte von AS. Die Skripte haben vor kurzem ein neues Outfit verpasst bekommen und dieses Mal geht es um BGB AT1. Geschrieben wurde es von Josef Altmann selbst und auf 156 Seiten aufgeteilt, in vier Teile, geht es quer durch die Rechtsgeschäftslehre. Nach einer kurzen Einführung mit den wichtigsten Basics, zum Beispiel Verbraucher und Unternehmer, die Arten der Rechtsgeschäfte und das Trennungs- und Abstraktionsprinzip, steigt der Autor sofort ein in den ersten Teil, denn dort dreht sich alles um Rechtsgeschäfte. Schwerpunkt sind hier die Willenserklärung, der Vertrag und die Auslegung. Der zweite Teil dreht sich um die Bedingung und Befristung. Und wer das verstanden hat, kann dann im dritten Teil sein Wissen entweder aufnehmen oder aber wiederholen, was die Vertretung betrifft. Einer der Schwerpunkte des BGB AT und in fast jeder Klausur irgendwo mit drin. Abschließend im vierten Teil geht es um die Zustimmung und die Ermächtigung. Ziel des Skriptes ist, das Verständnis der Rechtsgeschäftslehre als Grundlage für die Lösung eines jeden Zivilrechtsfalles. Denn die Regeln über die Rechtsgeschäfte gelten im gesamten Privatrecht. Das Skript berücksichtigt die Rechtsprechung und Literatur bis November 2013. Der Lernstoff wird vermittelt durch systematische Darstellung anhand von Fällen und mit zahlreichen anschaulichen Beispielen. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Skripte sind bei vielen Professoren verschrien. Ich sehe aber einen eindeutigen Vorteil in ihnen. Erstens verzichten sie auf viel Schnickschnack. Zweitens eignen sie sich sowohl für den Einstieg als auch für die Wiederholung. Und sie sind ungemein praktisch, denn in den Fußnoten finden sich, so auch in diesem Skript, viele Hinweise zur Vertiefung und Wiederholung. Ein weiterer Pluspunkt ist eindeutig die Schriftgröße. Altmann Schmidt hat hier eine Schriftgröße gewählt, die nicht zu klein, aber auch nicht zu groß ist. Das heißt, auch nach einer Stunde intensiven Lesen erkennt man die einzelnen Buchstaben noch. Die Beispiele sind schön gestaltet und dienen dazu, das gerade Gelesene zu vertiefen und es zum Anfassen zu haben. Das finde ich schön, mir hilft das immer weiter. Die Fälle führen durch die einzelnen Kapitel, auch das finde ich klasse. Es wird hier nicht am riesengroßen Fall gearbeitet, sondern in vielen kleinen Fällen. Das fördert das Verständnis. Erhältlich ist das Skript beim Buchdealer eures Vertrauens für 16,90 € und selbstverständlich auch online bei Altmann Schmidt.